Hallo zusammen und willkommen zurück beim LS19 hier auf der Estancia La Pacho. Ja, Hof hat ziemlich abgenommen. Wir haben nur noch den LKW und den Baumwollernter. Komm, den bauen wir erstmal raus hier. Und ja, wir machen quasi nur noch die Ernte und dann gucken wir mal, was wir so an Geld haben. Und dann wird es über kurz oder lang auf eine neue Karte gehen. Diesmal werden wir natürlich irgendeine Download-Karte nehmen. Da weiß ich noch nicht was. Da bin ich für Vorschläge offen. Aber das wird dann noch ein bisschen dauern. Wir nehmen ja das Geld mit, sodass wir nicht wieder bei Null anfangen müssen. So, wie fahren wir denn am blödsten? Natürlich runterwärts, ne? Runterwärts. Und gleich holen wir uns noch einen schönen Mähdrescher. So, Abmarsch. Anhänger müssen wir uns auch noch leihen. Ne, den haben wir noch. Den haben wir noch. Wir brauchen jetzt erstmal nur einen Drescher. So. Einen Drescher. Und natürlich ein Mähwerk. Gucken wir mal bei den Mähwerken für Sonnenblumen. Schneidwerke. Da ist es doch. So. Da haben wir das. Das sind 12 Meter. Gibt es nur das Ding? Nein, es gab doch mehr, oder? Das mit 5,70 Meter wollen wir natürlich nicht. Ne, wir müssen das hier schon nehmen. Und da haben wir die Fahrzeuge für. Gut. Was ist denn 92,40? Wir mieten das Ding erstmal. So, mieten. Ja. Also gehen wir zurück. 92,40, 10,90. Das ist eigentlich egal. Dieser wird noch etwas günstiger sein. Nehmen wir mal den. Jo. Mieten das Ganze. Ja, kostet uns 21.000, ist klar. Das ist natürlich blöd. Müssen wir hier ein bisschen erstmal rumschieben. Das ist hier echt. Oh, da geht. Hätte ich schon ankuppeln können. Ah ja. So. Fahren wir eben zum Hof oder zu den Feldern. Hof können wir ja nicht sagen, da war ja nur eine Halle. So, komm. Einmal dran vorbei. Und dann starten wir gleich rein. Unsere schönen Sonnenblumen platt machen. Geld regiert die Welt. Der ist ja auch, glaube ich, noch halb voll, unser Auflieger. Von der ersten Ernte. Sonnenblumen auf dem kleinen Feld hatten wir sie da, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Da mussten wir uns auch schon Drescher leihen. Aber da hatten wir einen kleineren genommen. Aber jetzt haben wir ja Kohle. Ist ja alles verkauft. Steht jetzt nur noch, ja, die Ernte zum Verkauf. Die Fahrzeuge, wenn die fertig sind. Ja, und die Felder natürlich. Das müsste uns noch ein paar Dollars bringen. Wir werden auf jeden Fall mit mehr wieder rausgehen, als wir
reingegangen sind. So soll es ja auch sein, ne? Wir starten da hinten aber. Da ist unser LKW. Und ich weiß gar nicht, haben wir noch Ballen? Ich glaube, die waren verkauft, oder? Schauen wir auch gleich. Erstmal bringen wir den Drescher hier in Position. Vielleicht können wir auch noch einen Lohnauftrag nebenbei annehmen. Auch noch mal ein bisschen Geld machen. So. Dann fangen wir an zu wirbeln. Hatte gar nicht auf die Tankgröße geachtet, aber der dürfte ein bisschen was haben. Sagen mit 12 Metern sind wir gut dabei. Steigen wir hier mal eben aus und gucken, ob hier noch was drin ist. Aber wir sehen nichts. Leer. Okay. Und hier haben wir 33.000 drin. Sonnenblumen. Wie ist denn der aktuelle Kurs eigentlich bei Sonnenblumen? 1487. Ich glaube, das ist nicht so toll. Und wie sieht's hier aus? 2242. Ist eigentlich auch ein guter Kurs, obwohl er ja mittlerweile sogar schon mal bei 2,5 war. Gut. Aber hier dürfen wir hinkommen mit zwei Ballen. Also einen Ballen wird er wohl voll kriegen und den Rest. Und dann können wir das abliefern. Schön. Wo müssen wir eigentlich abliefern unsere Sonnenblumen? An der Bäckerei. Das geht ja sogar lieber hier unten, ne? Die Bäckerei ist da unten. Wir könnten eigentlich schon die Halle abreißen, ne? Werkstatt verkaufen. Ja, Mensch, warum nicht? Ist ja unnütz. Wo können wir denn das machen? Hier Garage. Genau, einmal die Halle verkaufen. Die Werkstatt verkaufen. Ja, und den Tank können wir auch verkaufen. Haben wir nie sonderlich genutzt. Ja. Haben wir nur noch die Fundamente. Ja, ist immer ein bisschen traurig, wenn man den Hof verkauft, aber wir wollen ja weiterziehen. Hier müssten wir jetzt auch pflügen. Gott sei Dank nicht mehr. Hier hinten eigentlich auch. Oh, hier hatten wir ja erst gepflügt. Ne, da müsste jetzt Kalk drauf. Wir hoffen, das wirkt sich nicht negativ auf den Verkaufspreis aus, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schön. Sehr, sehr schön. So. Klappen wir hier mal auf. Jetzt haben wir natürlich den richtigen Zeitpunkt verpasst. Naja, nicht weiter tragisch. Fahren wir hier hoch. Und dann nehmen wir oben im Empfang. Das dürfte ja noch aufgehen, oder? Klar, es geht sich noch auf. Ja, für den LKW kriegen wir auch noch ein paar Euro. Ich bin gespannt. Mit was sind wir hier reingestartet? Knapp 1,4 Millionen, glaube ich. Da hinten kommt er angedüst. So. Haben wir fast die erste Ladung zusammen.
Sonnenblumen. Na, mit dem Wetter haben wir auch noch mal Glück. Es hatte ja tatsächlich noch mal zum Ende vor, weiß ich nicht, 2 Folgen oder so, hat es noch mal angefangen hier zu regnen. Das war schon nervig. Wo ich noch vorher gesagt habe, auf der Karte hat es noch nie geregnet. Ja. So. Nun komm, fahr ab. Der ist echt zügig unterwegs, ey. So. Klapp aus. Wollen hier ein bisschen was abnehmen. Na, hat aber doch schon eine nette Länge. Nicht leer. Jetzt. Schön. Der ist bei 12 und ist schon zu einem Drittel fertig. Wir ihn noch einmal hochfahren lassen, dann können wir noch mal ein bisschen abtanken und dann können wir den Mist wegbringen. Zur Bäckerei. Mit der bescheidenen Einfahrt. Ich bin begeistert. Ja, gucken, ob wir wieder nach Deutschland kommen auf der nächsten Karte. Ich denke mal. Oder Österreich. Es gibt ja mittlerweile ein paar Karten, die zwar alle noch teilweise mehr oder weniger in der Beta sind, weil sie da immer noch am Rumarbeiten sind. Aber könnte schon gut werden, denke ich. So. Wollen wir doch mal Flux leer machen. Wir wollten noch bei den Lohnaufträgen gucken. Ne? Ah, mache ich gleich offscreen. Obwohl, nein, das machen wir noch jetzt. Wir haben ja noch ein bisschen Luft ist ja noch. So. Einmal vollladen, bitte. Der arbeitet so schnell, der ist wahrscheinlich voll, bevor ich wieder hier bin. So, jetzt aber. Nicht voll, gibt es ja nicht. Dann treffen wir es ein bisschen rein. Dann
komm schon, werd fertig. Es geht da rein, 57? Ich meine sogar 59, ne? Ah, dann kriegen wir das ordentlich voll. Das war's. Mach Platz, keine Angst. So, gucken wir eben noch bei den Aufträgen. Düngen geht nicht mehr. Ernten, aber nicht für die paar Gnitten. Nee, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ruhig noch einen schönen Tag. Ich bringe das Zeug weg. Und dann sind wir in der nächsten Folge hier wieder am Start. Da dürften wir dann hier wohl fertig werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.